Ja, herzlich willkommen. Ja, es regnet gerade zufällig. Und sehen wir uns doch diesen schönen Regeneffekt auf der Windschutzscheibe einfach mal an. Nett gemacht, wie ich finde. Spiele ich das gerade mit DSR, also Downsampling 2560x1440, und ich hoffe, mit dem Rendern nachher ein paar. Geht besser. Und ja, da das Spiel ja, das hat ja einen quasi Frame Limit auf Zwang. Das ist ja natürlich vielleicht eine Kritik, weiß ich nicht. Man kann es halt zwischen 30 und 60 wählen, aber nicht abschalten. Man kann zwar V-Sync an- und aus machen, aber bringt ja nichts, wenn ich trotzdem auf 60 Bilder begrenze. Ja. Ja. Aber gut. Ich glaube, für so ein Rennspiel braucht man ja jetzt auch nicht zwangsweise mehr als 60 Bilder, oder? Lustig ist, dass wir hier so einen mobilen Tuner haben. Der tunt das Auto, ja, hier ausstatten, Teil einbauen. Der tunt das während der Fahrt, ja. Baut das Getriebe gerade um. Sehr realistisch. Hat irgendwie was, ist ganz nett, aber es will halt keine Simulation sein, sondern das Arcade, ne? Ja, was so ist. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Bis dann.